Freunde, hier können wir heute mal einen richtig schönen Hardcore-Test machen. Schaut euch das an. Von unserem wunderbaren Kastanienbaum sind richtig dicke Dinger runtergefallen. Ich zeig's mal. Ja, also die Größe. Kann man mit der Hand aufheben. Wir schauen aber mal. In dem Video wollen wir es testen, ob das auch mit dem Gardena Laubsammler passt. Ob das funktioniert. Das machen wir jetzt mal als Hardcore-Test. Ich habe schon in einem anderen Video gezeigt. Ich habe mir hier was vorgebaut, damit er nichts mehr nach vorne schmeißt an Laub. Und sowas allem. Das funktioniert mit Blättern super. Aber ein Glück, ich habe hier einen riesen Kastanienbaum. Und ich lese immer wieder, dass die Leute fragen, ob das auch Eicheln, Kastanien, Blätter, Äste und alles Mögliche mit aufnimmt. Und wir testen das jetzt. Ich bin aber sehr guter Dinge. Wir fahren hier jetzt einfach rüber. Hier liegen richtig schöne, dicke Kastanien von unserem Kastanienbaum. Wir prüfen das. Los geht's. Da sind sie. Ich sehe schon gar nicht mehr. Oh, hier sind noch ein paar. Zack, zack. Da sind sie. Fliegen alle rein. Funktioniert ganz fantastisch. Du kriegst ja alles mit weg mit diesem Ding hier. Nächste. Da ist sie. Da liegt noch eine. Fahren wir rüber. Nun? Ich weiß nicht, wo sie abgeblieben ist, aber hier liegt sie nicht mehr. Also dieses Ding hier, dieses Gardena-Teil, ist absolut super. Schöner dicker Kumpel. Da bist du. Das funktioniert wie Tüt mit diesen Dingern hier. Oh nee. Da liegt noch eine. Da liegt eine. Guck mal, wie schön sauber das hier ist. Funktioniert. Also dieses Teil hier ist eine super Erfindung zum Gardena. Das ist auch eine Spitze. Und jetzt?
kann ich den Korb einfach abnehmen und dann kommt es weg in die Biotonne. Das hätte ich mit. Und das waren jetzt, wie lange geht das Video jetzt? 6 Minuten. Also dann machst du ruckzuck den Garten mit sauber. Spitzenteil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Wir testen noch mehr.